doch gerade mal. Ist ja schon eine Weile her, Stream nicht allzu oft. Es gab ihm eine neue Vorlage. Gibt's die hier schon? Ne, Shadowfallen, Flametouch, Purified. Ashbringer, normal. Ne, also hier. Ah, okay, aber jetzt ist hier diesmal Platz. Das war, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht so. Ich weiß gar nicht, wie man die hier. Ah, genau. Jetzt kann man die aber mal anwählen. Das ging, glaube ich, beim letzten Mal auch nicht. Das Ding. Ich finde den immer noch am coolsten. Aber gut, es gibt ja eine neue Vorlage. Das sieht aus wie der Corrupted Ashbringer, nur irgendwie schöner. Was hat denn sich geändert? Wo waren das nochmal hier, genau? Es gab so ein paar Damage-Buffs und so weiter. Ah, genau, Tyranians Might. Hat sich da von der Animation was geändert? Okay. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Müssen wir gleich mal woanders probieren. Was haben sich noch? Ne, das bleibt alles gleich. Das wird von Haste beeinflusst, ha? Tempo. Ah ja, genau. Oh, mal gespannt, ob das so bleibt. Das wäre natürlich auch interessant. Viel Tempo. Ah genau, jetzt geht's wieder. Ich bin außer Reichweite. Okay. Da liegt einfach nur so ein. Okay, das ist ein Platzhalter, definitiv. Was hier, das ist. Das geht immer noch nicht. Ne, das bleibt alles gleich. Da hat sich auch nichts geändert. Das auch nicht. Das wurde gebufft. Ach ja, genau. Hey. Pferdchen. Es geht endlich. Aber ich glaube, ich werde das wieder skillen. Oh ne, komm. Verdammt. Nein, wird aktualisiert. Ah, geht wieder. So, hat sich da so noch irgendwas getan? Nee, ich glaube nicht. Nee, die kämpfen da. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also ich werde übrigens so eine gute Stunde streamen. Und nachher noch ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht sieht man sich heute Abend dann wieder. Wird, wenn aber dann relativ spät wahrscheinlich werden. Arena ist heute noch geplant. Könnte also dann etwas dauern. So. Wo wollte ich denn jetzt hin? Eigentlich wollte ich schon Transmogrifizierer. Ach komm, wir gehen auch gerade mal hin. Großartig leveln werde ich, also großartig jetzt irgendwie questen oder so, wird in der Stunde jetzt nur bedingt möglich sein. Ja genau, schweb einfach mal. Ich hoffe, am Stream ist soweit alles in Ordnung. Wenn was ist, natürlich dann schreibt's mal gerade. Na? Wo bleibt das Portal? Da. Ach, eigentlich wollte ich eine Orkrimmer. Egal. Garnison habe ich ja leider nicht. Dann könnte ich nämlich an die PvP-Puppen. Wobei, das ist, bringt mir das was. Ja, doch, weil sie einzeln sind. Was ist eigentlich egal. Beziehungsweise, weil sie auf dem gleichen Level sind. Tja, Paladin, der Retri hat so noch kein richtiges Konzept in dem Sinne. Immer noch nicht irgendwie. Oder vielleicht teilweise, aber man erkennt so nichts. Es gibt ja im Forum da auch gerade eine schöne Diskussion wieder drüber. Kann ich irgendwo verstehen. Also wenn man sich das alles so anguckt, das ist irgendwie, es sieht, wie beschreibe ich das denn? Es sieht aus, als hätte man angefangen, irgendwelche Wege zu gehen, aber man hat, anstatt die Wege zu richtig zu bestreiten, ist man nur so ein paar Schritte gegangen. Aber wenn ich mich richtig entsinne, gab es ja heute auch einen, gab es ja auch von Blizzard-Seite her Info drüber, dass bei vielen da noch was aussteht, dass sie gerade, dass sie halt jetzt erst in der, war das erste Phase oder so, also sie sind erst am Anfang in der Hinsicht und da wird, sollte, also sollte dann noch das eine oder andere kommen. Und ich glaube, das stand auch noch, meine ich, noch drin, dass halt bei einigen Klassen oder bei einigen Spezialisierungen halt so da noch gar nichts in der Hinsicht oder wenig in der Hinsicht stattgefunden hat. Ja, beim Retri scheint das vermutlich irgendwie jetzt zuzutreffen. Nehmen wir mal das Teilchen hier. Ja genau, unsichtbar fliegen. Ist immer schön. Da lang. Ja, das ist immer noch buggy. Kann man nicht benutzen. Kann ich mal nachbauen. Ein mächtigerer Zauber ist aktiv. Also die
wegmachen. So, schauen wir mal. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Ist diese Vorlage da drin für die Waffe? Nee, schade, oder? Sollen wir mal suchen? Das ist eine neue Vorlage. Nee, schade, ist nicht da. Ich weiß nicht, ich kann mit dem irgendwie nichts anfangen. Grün, gelb, grün, blau. Weiß ich, mit dem werde ich nicht warm. Und der ist, glaube ich, Krieger. Schade, jetzt habe ich gedacht, die anderen sind da. Ja, kann ja alles nichts mobben. Kann alles nicht mobben, weil ich es nicht habe. Sieht man aber auch gar nichts. Ah, doch, jetzt. Sieht man den da überhaupt? Von Ragnaros. Da hoffe ich ja, dass es ordentlich hinkriegt. Ah, jetzt sieht man was. Hallöchen an die neuen Zuschauer. Wie auf Twitter geschrieben, ich werde circa eine Stunde streamen. Also in dem Falle so bis circa 17 Uhr. Da ich nachher noch ein paar Dinge zu erledigen habe. Das heißt, großartig questen oder so, leveln, ja, ist nicht drin. Das ist ein bisschen zu kurz dafür, das werde ich dann... Den habe ich, gell, kann ich alles nicht machen. Den werde, das werde ich dann ein anderes Mal machen. Aber habe ich das richtig gesehen? Also die Verzauberung frei? Elementar, auch cool, ich kann hier heilige Macht. Na super, vorne an der Spitze. Schmetterlinge, cool. Geil. Glorische Tyrannei. Jadegeist. Machen wir mal das spaßhalber. Tatsächlich, aber das ist doch blöd wieder. Das haben sie also noch nicht richtig umgesetzt. Machtstroh. Mentalkraft, Flussgesang, Erdrutsch, Besserung. Eieiei. Scharfrichter. Cool. Kostet mich nichts, gar, genau. Mungo. Fury Weapon. Kreuzfahrer, das wäre natürlich nur, das sieht man ja nichts. Lebensdiebstahl sieht man auch nicht. Beweglichkeit. Das sieht man viele nicht. Aber ihm fehlen hier auch ein paar. Ah nein, wollte schon gar nicht. Was ist denn Scharfrichter? Da ist er. Zack. Schade, dass ich hier nicht alles frei habe. Das wäre viel cooler. Aber immerhin sieht man, was hier frei ist. Schade. Ist hier schon das neue T-Set drin? Ah, hier Filter. Ach, super. Geht nicht. Ja, ich wollte schon immer einen Würfel auf dem Kopf haben. Ja, okay, neue Sets sind hier schon mal noch nicht drin. Ah, mit Animation. Cool. Sieht ganz schön aus. Ja, okay, das übernimmt er nicht. Hier hatte ich doch, hatte ich... Ah, ne, hier hatte ich ja durchgeguckt, genau. Ah, der könnte ruhig größer sein, das ist ziemlich klein hier. Neues Outfit. Test 3. Ja, okay, den übernimmt er ja nicht. Schade, dass hier die neuen Sachen nicht drin sind. Ich würde gerne den neuen Skin vom Ashbringer haben. Haben sie es hinbekommen? Nein, das haben sie immer noch nicht hinbekommen. Eieieiei. Gibt's ja nicht. Geil. Interessant, was hier für Sachen drin sind. Monsters, aha. Ah, okay, jetzt wollte ich gerade sagen, daher kenne ich das Ding. Also so klein. Das muss größer werden. Das können sie so nicht machen. Herr Springer, zusätzliche Effekte. Okay, sehe ich jetzt nichts. Oh, wie süß. Ganz kaputt. Ganz kaputt. Was denn? Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Klopper? Ist ja interessant. Schön. Das kennen wir ja. Ah, die altes. Der alte Skin. Und
der neue LOL. Ach ja. Bisschen Nostalgie, wenn man das so durchgeht. Ich bin schon ausgefreut, als ich in Lich King das Schwert hatte. Naja, gut. Dann machen wir das Ganze mal. Gehen wir mal zur Puppe. Prügeln wir mal ein bisschen drauf ein. Vielleicht sehen wir. Nee. Das Schwert. Ne, Tyrallions Might sieht man jetzt, glaube ich, auch nicht so. Wo war es denn? Da. Das dürfte. Das ist jetzt. Da haben sie aber doch irgendwas geändert. Also wenn ich es hinschmeiße, wird Schaden verursacht. Ein Dot kommt und dann nochmal Damage. Ach, jetzt ist ja hier jemand. Gehen wir mal da hinten hin. Ja, da haben wir Ruhe. Das heißt also, schmeiß das Ding hin, es gibt Damage. Ein Dot müsste, genau, und jetzt gehen wir nochmal hin. Charge. Ja, okay, gut, die Zahlen sind halt jetzt extrem hoch. So, und der... Ah, das war der Proc der Waffe. Irgendwas wollte ich... Ah ja, genau. Ich habe hier Siegel, so. Urteil des Templers. Ja, komm, weg hier mit euch. Urteil des Templers. 42.921, göttlicher Sturm. Also gut, der Buff hat natürlich jetzt bewirkt, dass das Urteil des Templers stärker ist als der göttliche Sturm. So wie es auch sein sollte. Das Reiten ist das Ding deutlich stärker. Das ist natürlich im PvP jetzt die Frage, wie, ne? Wie man da arbeiten wird, ne? Das Ross nochmal. Funktioniert in Fight und in Gebäuden, also, ne? Das ist PvP definitiv interessant. Tja, aber wieso das mit den Angriffen machen wollen? Das ist jetzt die Frage, ne? Mal gucken, ob irgendwelche Effekte geändert wurden. Das Schild hier. Nee, das bleibt weiterhin gleich. Der Schild, Entschuldigung. Ja, aber. Jetzt, ah, scheiß Buff da. Wieso zeigt er mir 71.000 an? Das ist interessant. Jetzt zeigt er mir, okay, jetzt zeigt er mir jetzt 35.627 schon und da waren es 71.000. Ja, was stimmt denn jetzt? Hm. Okay, gut, im deutschen Client sieht es wahrscheinlich eh komisch aus. Anders. Nochmal. Ja, okay, jetzt stimmt 36, jetzt sagt er euch was anderes. Guck, wie stark das nachher wird. Gut, hat nur 30 Sekunden CD. Das ist nicht so viel. So. Hand des Lichts. Hier. Okay, der Effekt ist immer noch der gleiche. Die Bob auf mich. Oh, das sieht man jetzt kaum. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Platzhalter ist. Aber Hand der Freiheit. Ich kann da durchschlagen. Das stimmt doch was nicht. Ich kann da durchschlagen. Greifen. Aha. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Freedom? Ja, das sieht irgendwie aus wie Platzhalter, ne? Hand of Reliance, ist es hier? Ah, ja genau. Schön. Bubble? Genau, ist auch gleich geblüht. Das sieht echt geil aus. Das ist jetzt wirklich aus wie eine Blase. Stimmt. Hallöchen an die Neuen. Es hat noch gut Lichtblitz, ist ja gleich, ne? Ändert sich nichts. Ist mir direkt oben. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht. Halt erstmal aus dem Kampf. Müssen wir 3 HP aufbauen. So geht's jetzt. 5. Ne, doch geht. Hä, was hat mich da so viel geheilt? Nochmal. 5. 1, 2, 3 Heals. Wie lang? Okay, es steht jetzt nicht dabei, wie lang. So. Ist aber sehr schnell eigentlich. Jetzt habe ich gleich auf den Schaden geguckt. So, nochmal. Das ist 1,6 Millionen.
Okay. Hat jetzt nicht unbedingt einen riesen Eindruck. So, haben sie. Geht der eigentlich jetzt? Ja, ich bin im Kampf, ich weiß. Der Richtspruch, wo ist er denn? Er geht. Okay, also dann stimmt nur die Anzeige nicht. Und das ist wieder ein Angriff, der auf Cooldown ist. Brems. Kann ich nicht mehr als Heilung verwenden? So, die Weihe ist 6. Da hat sich auch nichts verändert. Auch nicht von der Optik her. Gut, der Schaden. Gut, wird von Haste beeinflusst. Seal. Jetzt bin ich immer noch im Kampf. Ah, jetzt. So. Ein Stackhammer, 20% mehr. Zu einem anderen Target. Wo haben wir denn Targets in der Nähe? Nirgendwo, ne? Nee, da treffe ich nichts. Da hinten ist auch nichts. Da müssen wir doch woanders hin. Das müssen wir mal probieren. Wo haben wir denn mehrere Attrappen beieinander? Ach, da, die Boss. Ja, okay, die Boss-Dinger sind jetzt nicht so optimal. Aber da sind wenigstens welche dabei. Waren hier nicht einzeln? Ach, die da, genau. So, gehen wir mal hin. So, wie war das? And cause a seal to chain to an additional nearby target per stack. Okay, aber irgendwie gibt da kein weiterer Schaden. Nee, das ist nur das Ziel hier. Grand Seal increasing your attack speed by 20% and cause a seal to chain to another additional nearby target per stack. Passiert aber jetzt nichts. Angriffstempo erhöht sich. 40%. Wo ist Angrifftempo? Angriff hier. 75,82%. Ja. Aber wir treffen kein anderes Target. Nochmal. Nee, da stimmt also was nicht. Schade, dann kann ich doch wieder das hier nehmen. Ja, ich bin im Kampf, ich weiß. So, Buße und blendes Licht hat sich so nicht geändert. Eure heilige Macht, das ist, glaube ich, auch das gleiche wie bisher. Das heißt, stunnen, heilige Macht verbrauchen, Cooldown runtersetzen, genau. Ja, er wird dann schön runtergesetzt. So, ist wieder runter. Zack. Und nochmal runter. Zack. Genau, da ändert sich nichts dran. Das hier ist auch alles gleich geblieben. Ja gut, der Heal wurde gebufft. Das hatten wir ja schon. Hallöchen übrigens an die neuen. Ja, Auge um Auge. Das sehe ich jetzt irgendwie auch wieder nichts angezeigt. Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie ein ziemlich schwaches Talent. Das ist jetzt so die Frage, was man von dem Talent hält. Von hinten kann man nichts dagegen tun. Also es betrifft nur Angriffe von vorne, keine Angriffe von hinten. Ich weiß halt nicht. Gut, wir schlagen natürlich halt zurück. Also wenn man jetzt mit Logik argumentiert, kann man es irgendwo verstehen. Aber da weiß ich nicht, da ist dann... Ja, es kommt halt immer drauf an. Für Mobility ist natürlich das Pferdchen hier viel besser. Aber die Frage ist auch, kann man dabei geslowt werden, befreit. Also es steht jetzt nicht dabei, dass es einen von Slows befreit. Beziehungsweise ob man CC'd werden kann. Also geslowt werden, ob man gestunt werden kann. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Das heißt, wenn man Slow drauf hat, bringt mir das Pferd nicht wirklich was. Und wenn ich natürlich gestunt werde, sowieso nicht. Allerdings hat man das auch bei anderen Sachen. Also so ist es jetzt nicht. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein Problem, was nur wir als Retri haben.
Gut, das erhöht simpel den Schaden. Siegel des Lichts. Ich kapiere immer noch nicht, was das soll. Es erhöht, okay, Lauftempo in Ordnung, aber es erhöht auch den Angriffstempo um 35% und hier nochmal mit 60. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Das kapiere ich auch falsch, Rotationsrichtung. Das kapiere ich immer noch nicht so. Ich meine, ich habe jetzt hier 1,73%. Und das ist nur nicht das. Haben wir hier Tempo, Stärke, Meisterschaft? Nee. Das geht noch weiter, oder? Ja. 1,52%. Ja, ich meine, es ist zwar schön und gut, aber was soll ich denn mit so viel Angriffstempo? Nicht, dass ich das schlecht finde, nur ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit soll. Mit so viel. Mein, was natürlich irgendwo okay ist, ist die Tatsache, dass wir ja Segen der Macht haben. Und Segen der Macht, meine Angriffe, also ich, Angriffe haben eine Chance von 10%, dass zusätzlich 30% Heiligschaden gemacht wird. Finde ich persönlich cool, aber das ist doch das Einzige, warum ich jetzt im Moment sehe, warum wir da so viel Angriffstempo haben. Wie gesagt, das ist nicht Haste, das ist Angriffstempo. Wieso ist das? Ach so, muss ja das wieder anmachen. Also das ist ein bisschen merkwürdig, weil das wird alles nicht von Tempo beeinflusst, nicht von dem Angriffstempo beeinflusst, die ganz coolen, die wir haben, sondern lediglich vom vom Tempowert selbst, nicht vom Angriffstempo. Wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, ich nehme das mit, aber es ist, ich stelle mir halt die Frage. Die Frage ist, wie oft prockt denn jetzt so ein extra Angriff? Das wollte ich eigentlich nicht. Wie oft? Und jetzt mache ich halt nichts mehr, das kommt dazu. Hier macht es natürlich Sinn, oft zuzuhauen. Jetzt brauche ich mal Recon, irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Wobei ich muss gucken, ob sie deaktiviert sind, ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Da war der. Ach, Kampflok. Ja, Segen der Macht. Was steht hier? Ich habe Blessing auf mein Trifft, Trinkstoff 1 Heiligen, Klammer so und so viel über Tod. Okay. Ich frage, wie oft prockt das, wenn man so viel. Ja, da bräuchte ich jetzt wirklich einen Recount, was mir das alles so in schönen Sachen auflistet. Weil im Moment erkenne ich. Das erkennt man nicht so wirklich. Also ich erkenne es jetzt nicht wirklich. Natürlich überlegen, das zu lassen, das unten auch. Macht man hier, ja, ich weiß. Macht man hier einen Hardhitter draus. Das bringt mir nur was für. Moment, Richterteil. Da bla bla bla. Kostenteil. Von mir Holy Power Generators and Consumers. Ah, genau, für beides. So war das ja. Gut, okay, sonst bringt das nichts. Könnten wir um 10% erhöhen. Heilig, ich denke mal. Müssen wir probieren. Massenurteilen, mehr. Müssen wir das eigentlich dann so machen? Das heißt, er fängt so an. Ah, erstmal kriegen sie alle. Aber das hier. Erstmal Divine Storm. Dann kriegen ja alle entsprechend mehr Damage ab. So, das hier. Das hier. Das hier. Und schon machen wir nur noch Auto-Attacks. Jetzt nehmen wir alles Richterteil ab und das hält halt auch doppelt so lange. Aber jetzt haben wir halt, ja. Man schläft halt ein beim Zuschlagen. Das ist halt der Nachteil. War unser richtiger Charge. Die Frage, wie viel Haste uns Blizzard. Also fürs PvP gesehen ist halt die Frage, wie viel Haste uns Blizzard da spendiert, weil wenn sie uns da kaum was spendieren und das bleibt alles so, finde ich das nicht so toll. Das fände ich nicht so toll. Falsch, den wollte ich nicht. Krass, alles gebrockt. Roms.
theoretisch. Ich meine, ich habe noch kein PvP gemacht. Ich habe das nur in den Foren gelesen, dass wenn der Red an einem dran ist, soll der schon ordentlich wehtun. Und wenn man mal so guckt, was die Möglichkeiten so da sind, also die eine oder andere hat schon Möglichkeiten, irgendwie sich zu bewegen, aber im Vergleich, so wie es jetzt auf dem Live-Server ist, ist das eigentlich auch nicht wirklich was. Warte mal gucken hier, Spaßhalber Blessing of Might. Können wir mal zurückscrollen. Schlag, Schlag, Seal. Schlag, Schlag, Blessing of Might. Blessing of Might. Blessing of Might. Okay, kann sogar kritten, schön. Blessing of Might, Blessing of Might. Oh, das ist schön. Aschenschlag. Achso, das ist der. Der Ding, genau, wie heißt der? Der Brock von der Waffe. Oh Gott, wie oft ist der denn gebrockt? Oder. Hä? Hat der alle Ziele getroffen? Causes 4 Weapons to Fly. Hä? Wie oft hat der getroffen? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße, der hat scheinbar alle Ziele getroffen. Cool. Aber da steht doch gar nichts mit Reichweite. Okay. Blessing of Might. Nochmal Arsch im Schlag. Blessing of Might. Ja, wieso zweimal? Achso, das Massenrichter ist ja genau. Okay. Ah, scheinbar löst der. Das müssen wir nochmal probieren. Das müssen wir nochmal probieren. Richturteil. So, jetzt müssen wir mal schauen. Und zwar scheinbar wird jeder Treffer des Richturteils hat eine Chance, scheinbar die Mastery aus. Quatsch, das Ding auszulösen. Wie heißt's? Der Brock vom Ashbringer. Oder täuscht mich das? Nee, scheinbar. Also, denk mal doch, oder? So. Scheinbar irgendwie, hä? Wäre cool. Ja, alle. Also, okay, er hat auf jeden Fall alle. Auf jeden Fall haben alle getroffen. Also, alle Ziele wurden getroffen. Ist natürlich auch interessant. Aber hat so nichts zu tun. Ich habe kein Problem, wenn ich jetzt, nee, das ist auch, ich meine, jetzt zu spammen irgendwas ist auch doof. Nee, sind jetzt alle getroffen oder nur einer? Ich glaube, es hat von zwei getroffen. Wie blick ich da gerade nicht so durch? So, Judgment. Ach, jetzt hab ich vergessen nachzubuffen. Also die einzig logische Erklärung, wie gesagt, für so viel Tempowertung, für so viel Angriffstempo ist eigentlich für mich nur wegen dem Segen der Macht, dass da dann öfters brockt. Weil irgendwie AE-Schaden mache ich mit Seal gerade gar nicht. Jetzt haben der hier, glaube ich, und der da Schaden abbekommen. Also scheinbar werden irgendwie zwei davon getroffen. Komisch. Was machen die jetzt für ein Damage? 40. Ja, okay, weiterhin. Ah, ich muss ja wieder nachbuffen. Ich weiß aber im Moment auch nicht, was sie sich da vorstellen. Rums. Das ist, ja. Jetzt hat irgendwie nur einer das Damage bekommen. Ja gut, oder das kann natürlich auch. Scheinbar hat irgendwie jeder eine Chance, es auszulösen. Und jeder, ja, wenn halt zwei es auslösen, dann gibt es halt doppelt. Ja genau, jetzt guck. Geht doch, jetzt haben alle drei getroffen. Cool. Könnten wir denn noch machen? War hier noch dazu? Weil das haben wir nicht benutzt. Das kann man auf CD halten. Dann hat man genug zu tun. Das hier auch. Das auch. Ne, das bleibt. Oh, das doch mal so. Wo hab ich denn die Weihe jetzt hin? Weihe ist hier. Das hier. Den da. Sechs. Das hier. Das hier. Ach, ich habe den Buff ganz vergessen.
So, jetzt aber Buff hier. Die wieder, das da. Also hätte man schon mehr zu tun. Viel mehr. Aim-mäßig auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Wie gesagt, ich vermute einfach mal von dem, was man da gelesen hat, dass hier konzeptmäßig einfach noch sehr viel fehlt. Oder dass beim Retri einfach noch wirklich was fehlt. Dass das jetzt erstmal so eine Art, keine Ahnung, Übergangslösung ist und dann, wenn es soweit ist, dann geht's los. So, dass es dann Patch rein für den so ein Retri-Patch gibt, wo dann viel gemacht wird. Gab es ja für den DK, ich glaube der DK, ne, doch das letzte Build auf der von der Alpha, das war ja mehr so DK-mäßig. Guck, jetzt haben wieder alle Damage bekommen. Cool. Okay, gut, also das ist definitiv interessant, dass dann alle Ziele getroffen werden. Für AE-Situation natürlich sehr nice. Okay, also so hat man schon was zu tun. Ob das jetzt wirklich effektiv ist, ist die andere Frage. Ich fände es ja schön, wenn man den Cooldown vom Licht total verringern kann. Das wäre mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen lieber, als dass man den Schaden da erhöht. Ich weiß nicht, ich habe persönlich halt einfach mehr irgendwie Angriffe, die ich benutzen kann. Da können die auch ruhig schwächer sein. Deswegen spiele ich normalerweise in der Hinsicht anders. Normalerweise habe ich jetzt mir angewöhnt, das hier. Ja, ich bin noch im Kampf, ich weiß. Na komm schon. Hopp, hopp, hopp. Hier, hier und hier zu skillen. Das kann ich eigentlich spaßhalber mitnehmen. Soll ich das Ziel vielleicht nehmen? Nee, das reicht eigentlich. Ah, das heißt, nee, hatte ich. Ja, okay, gut, dann nehmen wir das mit. Das heißt, ich fange so an. Mal hier. Den da, den da. Jetzt machen wir das hier dazu. So, jetzt halte ich den Kram auf Cooldown. Na gut, Massenurteil habe ich halt jetzt nicht drin. Weil, ja, ich halt Angriffe haben will. Eigentlich müsste ich es reinmachen. Aber halt zusätzliche HP. Müssen wir mal ändern. Mal her. Massenurteil, das ist halt nicht verkehrt. Wenn man mehrere Ziele hat. Ich muss das mal beim Questen probieren, dass damit besser läuft. Blob. So. Einmal so, einmal so. Jetzt werden die alle getroffen. Dann den hier. Das hier. Das hier, die Weihe wieder. Krawatten, den da. Den da. Den da. Ah ja, doch, so hat man was zu tun. Tja, wir haben schon was mal Haste bekommen wird. Also, wenn man will, hat man genug zu tun, muss man so sagen. Und wir wollen ja, ne? Ja, es sieht schon ganz anders aus irgendwie. Oh ja, jetzt haben wir alle wieder abbekommen. Nein, der Buff ist aus. Scheiße. Jetzt ist er wieder da. Weil wieder. Ja. Entschuldigung fürs ganze Räuspern. Hat sich ein Frosch verfangen. Blöder Hund. Na komm, wir gehen mal an Mobs. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Oh, verdammt, wo waren das nochmal? Stein. Erstmal wieder zum Sanktum zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkam. Flugpunkt habe ich, das weiß ich. Ich glaube, von da daran. Ah, ich glaube, von da daran aus müssen wir hin. Schauen wir einfach nochmal nach. Wo es da lang geht. Genau, da sind wir wieder. Ah, nee.
Kommen wir da jetzt mittlerweile raus? Wahrscheinlich nicht, haben sie wahrscheinlich wieder zugemacht, oder? Zugelassen. Ja, ist noch zu. Kann man nicht raus. Gehen einfach mal zu ein paar Mobs hin. Aber ich weiß gar nicht, was für einen Schaden die Weihe an den Viechern eigentlich macht. Ja, das Claymore, ich hätte es so gerne. Sieht am Tauch bestimmt extrem geil aus. So, kommt an Bord. Pferdchen näher. Genau, wo ist der hier? Da ist der Flugmeister. Ja, aber treibst doch. Wie darf ich helfen? Ach du Scheiße, wo fliegt der hin? Ich hoffe, das funktioniert. Ich flieg einfach mal dahin. Ja, ein bisschen rumgucken, ne? Ich hoffe, es geht nichts kaputt. Also, dass wir einen Disconnect haben, weil wir irgendwo hingucken, wo wir nicht hingucken dürfen. Das Wasser sieht komisch aus. So plastisch. Ja, wir fliegen einfach dagegen. Scheiße, ich habe das Gefühl, das war keine gute Idee. Scheiße. Ich kann abgehen, okay? Flug unterbrechen. Oh, scheiße. Ich glaube, das war echt keine gute Idee. Fuck. Wie soll ich da hinkommen? Das sieht irgendwie. Ich weiß ja, das sieht irgendwie unheimlich aus, wenn da keine Texturen sind. Wo fliegt das Ding hin? Oh oh. Scheiße. Oder? Ich weiß echt nicht, das fliegt ganz komisch. Das ist echt so. Aber gut, die Flugroute hat ja einen Grund. Die ist ja nicht zum Spaß da. Also die haben sie wahrscheinlich schon irgendwie mit Bedacht reingelegt. Schon hinzugefügt. Das sind ja gleich die Gebiete, wo man hin kann. Level Cap ist 106, ich habe noch 101. Hatte ich das mal nicht verschoben? Jetzt habe ich doch mal verschoben, die Fenster. Fenster sperren. Och, gefühlt irgendwie. So, oh, schön, schön. Na, okay, das sieht nichts aus. Was sind wir denn da? Grün Gebiet, gut. Schön. Die Welt sieht wie immer schön aus bei Blizzard. Das haben sie wie immer schön gemacht. Mal gespannt, was für schöne Details man diesmal alles so finden kann. Wenn man sich einfach mal mit der. Ja, wenn man einfach mal durch die Gegend reitet am besten. Und nicht fliegt. Na gut, beim Fliegen sieht man natürlich auch das ein oder andere, je nachdem, wo man lang fliegt. Beziehungsweise dadurch entdeckt man ja oft auch gerne mal was. Was durchs Reiten natürlich dann manchmal gar nicht geht. So, hier waren wir hier gewesen? Hier waren wir, glaube ich, gewesen, oder? Nee, hier nicht. Nee, ich glaube, hier waren wir. Doch, hier waren wir. Doch, da sind wir doch. Genau. Ach, wir haben noch Quests zum Abgeben. Stimmt. So, übrigens, Reports werde ich nicht im Stream machen. Weder jetzt, also weder heute hier noch zukünftig. Das mache ich dann, wenn ich offline was. Also, wenn ich. Wenn ich offline was mache, dann. Also nicht, wenn ich nicht streame. Ja, ich werde auch zocken, wenn ich nicht streame. Aber Questen werde ich in der Regel nur im Stream. Wie gesagt, eventuell werde ich heute Abend oder heute spät am Abend nochmal streamen. Weil Arena steht noch an. Aber weiß nicht, ob es stattfindet. Also ob alle da sind. Und ja. Schaue ich mal. Vielleicht mache ich danach. Oder gar nicht. Es kommt auch darauf an, wie spät das ist oder wie spät es wird. Wo sind wir? Wo fliegen wir denn hin? Hier hin? Ja. So. Na komm schon. Jetzt haben wir schon einen schlechten Disconnect.
Na, schön. Also mal Pech haben, fliegen wir gleich raus. Mal die Quests an, was haben wir denn da? Das können wir abgeben. Da gibt's nichts. Nein, nicht ausblenden. Zurück. Hier gibt's Items. Oh ja. Aber alles Haste Mastery irgendwie. Fast alles. Das bringt uns nichts, aber das haben wir ja schon. Nee, da haben wir einen stärkeren Tippunkt, aber was. Was gibt's hier? Oh ja. Was habe ich für Trinkets? Oh nee, doch mit Stärke. Ja, schön. Jetzt, ja, jetzt passiert gar nichts. Schön. Kann man abbrechen? Nö. Geht wahrscheinlich auch nicht. Super. Naja, gut, okay. Dann mache ich jetzt voll, dann mache ich jetzt schon Schluss. Doch ein bisschen früher. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde definitiv sobald möglich immer streamen. Die Informationen dazu kriegt ihr auf jeden Fall auf Twitter. Einfach da dann nochmal schauen. Dann kriegt ihr immer Bescheid, wann. Ich habe keine feste Zeit, da ich ja so nicht regelmäßig irgendwie streame. Ich schreibe das auf Twitter einfach, wenn es jetzt losgeht, und einfach mal vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ja, man sieht sich beim nächsten Stream oder im nächsten Video. Tschüss!